liebe Leute, herzlich willkommen zum Stream. Ich werde heute mal ein bisschen Anno spielen, aber dachte ich, streame das mal nebenbei und ein bisschen was zu testen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich direkt an und ihr müsst mir halt dann sagen, wenn das Spiel im Verhältnis zu meiner Stimme zu laut ist oder umgekehrt, also je nachdem. Ich würde sagen, gehen wir auch gleich direkt mal rein. Ich habe schon die Welt mal gestartet und wir haben drei Gegner. Und es ist relativ auf Mittel eingestellt. Und wir haben jetzt hier schon eine recht schöne Startinsel, würde ich sagen. Irgendwie haben wir gar keinen Ton. Warum haben wir keinen Ton? Was ist da los? Oh, das ist gerade zu leise. Das könnte es auch sein. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben gerade wirklich keinen Ton. Liebe Leute, ich bin ganz gleich wieder da. Ich muss mal kurz schauen, warum wir... Ah, jetzt. Ah doch. Komisch, aber geht immer gleich weg. Sehr schräg. So. Dann fangen wir mal an. Ich glaube, ich mache ein bisschen Musik im Hintergrund. So, da. Als erstes brauchen wir mal ein Marktzentrum. Jetzt ist die Musik da. Schräg. Ey, die geht immer weg. Was soll denn der Blödsinn? Leute, ich muss mal ganz kurz umstellen. Irgendwas passt hier noch nicht. Ich bin gleich wieder da. So, Problem gefunden. Mann, Mann, Mann. Ich meine, das sind ja Audio-Einstellungen. So, fangen wir an. Also, Marktplatz. Den werden wir jetzt, glaube ich, was haben wir da? Öl. Ich würde sagen, wir machen es relativ zentral. Parallel zum Konto da unten. Wunderbar. Was ich gerne mache, das ist schon mal die Doppelstraße. Damit es dann später schön aussieht. Und zwar auf beiden Seiten. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Eben gerade einfach sagen, wenn das Spiel ein bisschen lauter sein soll. Oder ich lauter, eins von beiden. Oh, sehr schön. Mach dann gleich schon mal auf Blueprint die nächsten Häuser. Was haben wir da jetzt? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, wunderbar. So. Ich muss jetzt die Musik weg. Ah ne, kommt wieder. So, Fischerhütte, die machen wir dahin. So, dann haben wir hier gleich so ein so ein Lagerhaus hinmachen. Und dann brauchen wir noch Holz. Ungefähr so. Sehr gut. So, auf dem Schiff sollten wir Holz haben. Ja, wunderbar. Sehr gut. So passt es. Ja. Ich nicht angehabt. Ich Superheld. So. Dann machen wir hier noch Holzfäller. Und am Anfang brauchen wir richtig viel Holz. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, und hier noch einen. Also ihr werdet es schon merken, ich bin so ein Freund von Symmetrie.
Haben wir jetzt hier schon mal drei. Sehr gut. So, Schnaps und Kleider brauchen wir. Die hätte ich gern woanders. Boah, ist diese Insel riesig. Ich würde sagen... Das machen wir hier. Also, einmal Schnaps. Hier platzieren. Hier schön den Platz ausnutzen. Ah, müssen wir gar nicht. Sehr gut. War doch gleich schon mal für zwei. Wenn wir recht schnell auch zwei brauchen werden. Sehr gut. Hier noch eins frei. Ganze mit einer Straße hier. Oh, geil. Geht sich so perfekt aus. Super. Gut. Dann hätten wir schon mal Schnaps. Feuer möchte ich auch da gleich hinbauen. Das hier. Ne, machen wir das Wirtshaus hier. Und dann hier die Feuerwehr. Gleich einmal Deko hinmachen. Sehr gut. Feuerwehr. Wirtshaus. Dann sind die auch wieder happy. So. Wird dann auch hier oben die Kleiderproduktion hinhauen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Verschwendung, das alles gleich auf zweimal zu machen. Aber ich brauch's sowieso. Ja, ich würde sagen, das lassen wir so. Da machen wir hier einen Doppelweg. Und so. Sehr gut. Dann hätten wir das. Und wir brauchen ein paar mehr Bürger. Ja, wunderbar. So, nachdem wir eh warten müssen, mache ich noch mal ein bisschen Deko. Ich möchte dann einfach zum Schluss hier ein paar schöne Alleen hier drin haben. Damit es nicht ganz so generisch aussieht hier. Ey, was ist da los? Ach so. Arbeiter fehlen. Wollen wir die ganzen Zweier-Sachen kurz pausieren. Ich glaube, ich möchte noch einen Holzfäller. Mal jetzt platzieren. 96%. Ja, machen. Ja. Ich weiß, es ist unschön. Auch nicht mehr so viel Platz. So, parallel dazu tun wir mal Eisen entladen und die Kanonen und gehen mal auf Erkundungsfahrt. Ich würde einfach mal sagen, auf die andere Seite der Karte. Damit wir die anderen Mitspieler mal treffen. Für Aufgaben. Dann kriegen wir auch ein bisschen Geld hier rein. Ah, schaut sich mal an, wie schön das ist. Gasparov, schon ein flüchtiger Blick auf meine Metropolen lehrt Sie alles, was Sie wissen müssen. Was? Ist er gleich nebenan? Hier aber nix. Ach doch, da ist er. Ah, ist er schnell. Warum ist der Typ so schnell? Irre. Spielstand gespeichert. Ah ja, wir haben alle 5 Minuten ein Autosave drin, nur für alle Fälle. Kann ja doch mal passieren, dass Alu meint, der muss mal abstürzen. Soll vorkommen.
Denk ich mal, Anno 1602. Eigentlich noch ein Platz dafür. Ja, ich würde sagen, das machen wir später. Was Sie auch tun, machen Sie bloß weiter. Perfekt. Noch ein bisschen vorspulen. So haben wir einen Mangel an Kleider. Immer wieder aktivieren. Bei Schnaps. So, der ist jetzt hier auch schon mal angekommen. Dann soll er mal hier nach oben fahren. Ich hoffe, die beraten sind nicht direkt der Nachbarn. Das könnte ein bisschen blöd werden dann. Ich brauche mehr Holz. Macht schneller da unten. Ah, das sieht so geil aus. Also die Grafik ist schon geil von Anno 1800, muss ich schon sagen. Ah ja, und da haben wir schon die ersten, die aufsteigen können. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die erste Mini-Aufgabe. Komm, nimm sie an. Eben. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? 20 Kartoffeln für. Mehr wollen wir nicht. Darf ich machen, ne? Und sie das Geschenk ihres Einwohners ab. Okay, das war jetzt einfach. So. Sie gehören schon fast zur Familie. Zweite Schnapsproduktion. Sehr gut. So, Ziegelei ist das nächste Projekt. Da werden wir noch auch einiges brauchen. Ah, sollte im Planungsmodus bleiben. So, dann fahren wir dabei so runter. Vulgäre Effekthascherei. Was? Nur weil ich schneller bin, hat er was dagegen? Oh Mann, aber er hat eine Aufgabe für uns, dann können wir das gleich wieder ausbessern. Ich möchte jetzt keine Feinde haben. Geleitschutzaufgabe. Plus 2. Ah, na gut. Dann machen wir mal. Machen wir Geleitschutz, weil dann können wir nebenbei auch noch ein bisschen was entdecken. So, wie viel Holz brauchen wir da? 8 Holz, also 2x8. Müssen wir noch ein paar Leute aufsteigen lassen. Sonst geht sie das nicht aus. Ja, gut. Also wenn wir da noch mehr bauen, dann brauchen wir hier noch ein zweites Lagerhaus. Kommt günstiger, als wenn man es upgradet. Dann habe ich gleich 2 Karren mehr. Schön, dich zu treffen. Ich bin da haben wir schon die nächste getroffen. Alles direkt den Nachbarn, so wie es aussieht. Wie denn? Hä? Boah, was hat sie für eine Rieseninsel? Die bauen das alles beim Kontor.
Ja, gut. Ich weiß nicht, ich will das nicht beim Konto haben. Ich brauche mehr Holz. So, da. Wir brauchen mehr Arbeiter. Natürlich ist heute die Street Parade, das ist echt Ausnahmezustand, aber ich glaube, das gebe ich mir einfach nicht. Da bin ich nicht so der Partygänger. So, dann können wir schon mal wegen der Wurstproduktion gucken. Bayerische Weißwürst. Ich würde sagen, die machen wir. Das könnte irgendwie so ein. Jetzt muss ich mal schauen, ob man da. Ah ja, Tatsache. Können wir machen. Ich würde sagen, die Wurstproduktion und andere Lebensmittel machen wir hier oben. Das heißt, ich tue das jetzt mal hier gerade vorbereiten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Sehr gut. Zwei. Das Markthaus werden wir hier hinsetzen. Mal dann hier die Fischer platzieren werden. Dann ist nämlich der Hauptkonto ein bisschen frei. So, und eine Straße hier runter, das machen wir hier so. Perfekt. Machen immer noch mehr Arbeiter. Und der erste Brand, ist ja klar. Gleich mal mobil. Hä? Ich habe auf Mobilisieren geklickt und es ist trotzdem nur einer da. Naja. Ich könnte im Hintergrund noch ein bisschen Musik reinmachen. Oder wir lassen Arno. Arno hat aber eigentlich auch schon, das war echt schön Soundtrack. So. Mein Schiff, das ist mein Schiff. Ja, komm. Verfolgen Sie unser gemeinsames Ziel auch mit der. Wo ist mein Geleitschuh? Die Fracht ist äußerst fragil. Neue Befehle? So. Dann hätten wir das, hätten wir da den Geleitschutz. Was jetzt sie gerne? Du träumst vom großen Abenteuer? Abholaufgabe. Du bist so hilfsbereit. Und wo? Ach, da oben. Ja, machen wir danach. Dann kriegen wir hier noch ein bisschen Geld rein. Schaut's mit dem Fisch aus. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut hier. Gut. Wie viel brauchst du? 30. Und du brauchst 50. Da brauchen wir noch ein paar mehr Einwohner. Ja, langsam wird es hier. Ich hoffe, ich habe es breit genug gewählt für die Kirche, die was dann später kommt. Ja, doch, bin zufrieden. So. Spielstand gespeichert. Ach, kein Holz schon wieder. Und dann noch ein Holzfäller hin. Temporär.
bin froh, Ihrem Leben einen. Ach, sind wir schon fertig? Bin ja schnell. Dann holen wir mal das Treibgut hier noch ab. So, und dann können wir jetzt langsam hier mit der Schweinezucht anfangen. Bringen wir noch ein paar mehr Leute. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So. Gleitschutz ist es noch nicht vorbei. Ach man. Flaggschiff beginnt Geleitschutz. So, wir brauchen mehr Arbeiter. Bin ganz gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Gerade Batterien getauscht. So. Können wir da jetzt mal anfangen hier? Die Fracht ist äußerst. Gut. Dann hätten wir jetzt mal das. Produktion da oben sollte eigentlich auch mal langsam anfangen. Ja, sehr gut. Dann lassen wir die hier noch aufsteigen. Und die hier. Ja, wunderbärchen. Wir können schon mal anfangen. Ah, die Kirche. Kann ich gleich mal hier hinbasteln. Mit der Brotproduktion machen wir die hier hin. Oder hier. Mach's mal hier. So, braucht sie noch Felle. Schön alles ausnutzen hier. Perfekt. Und die zweiten. Weil ich könnte die Mühle dazwischen reinmachen. Hier besser ausgenutzt. Weil die Mühle braucht zwei von den Getreidefarmen. Die Mühle ist einfach zu schnell. So. Und. Zwei Bäckereien, wo machen wir denn die hin? Spielstand gespeichert. So, dann fahren wir hier einmal so rum. Dann Feuerwehr, ganz wichtig. Wobei, kann ich anders machen. Ich möchte rotieren, danke. Hören. Sehr gut. Ist immer schon ein paar Mal passiert, dass dann da hinten Brand hat.
20 Arbeiter, 40. Ja. So, 5 Ziegel brauchen wir noch. Ich glaube, ich werde hier gleich noch ein zweites Markthaus hinbauen. Weil das eine kommt garantiert nicht hinterher. Da können wir noch ein bisschen Begrünung reinmachen. Ach, schon wieder ein Planungsmodus. Super, haben wir das. Selbst ein so geringer Anteil am Gewinnen. Oh, er ist glücklich, sehr gut. Können wir jetzt das Treibgut abholen? Sehr gut. Ich würde gerne noch eine zweite Ziegelei machen. Die eine geht mir ein bisschen zu langsam. Und wenn wir jetzt hier so rausfahren. Ah, wobei jetzt erst ein paar Häuser upgraden. Ich könnte eigentlich auch noch temporären Holzfäller hinbauen. Das Markthaus wird sich da unten garantiert langweilen. Ja, wunderbar. Was brauchen wir? 4 Holz. Dann hätten wir die Brotversorgung auch. Dann kommt als nächstes die Seife. Und dann müssen wir mit der Stahlproduktion anfangen. Ich würde das allem auf der ersten Insel machen erstmal. Und später dann wegbringen. Hier Eisen. 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 Da ist zweimal Eisen. Dreimal Eisen. Haben wir schon einen Abzug? Ah ja, Unorte. Metzgerei und Schweinezucht. Fünf Ziegel noch. Also ein Ziegel noch. Fünf braucht man, 4 Hammer. Ich bin Prinzessin Xing. Wenn es nicht unhöflich ist, ich interessiere mich sehr für die Gebräuche in ihrer Welt. Ein echt direkter Nachbar, ne? Gut, haben wir es wenigstens in die Schweiz zum Handeln. So. Währenddessen mache ich es mal hier ein bisschen schöner. Raus aus dem Planungsmodus. Ja, Kunstpreis gewinnt es hier nicht. So, zweite Ziegelei. So, und die müssen eigentlich von der Anzahl auch demnächst steigen. Die Sekunden. Spielstand gespeichert. So, ah, da sind wir jetzt beim Treibgut. Sehr gut. Gibt es noch eine Aufgabe? Ich will vermutlich wieder ein Foto von irgendwas haben. Helfen Sie mir, ah. Oh. Ja, genau, ein Foto. Die Kälte
Vom Segelschiff. Ach, von dem hier. Da machen wir hier mal ein schönes Foto. So. Foto abschicken, dann gibt es wieder Zuneigung und Geld. Sehr gut. Und so. Bringen wir das mal zurück. Und bei uns gibt es auch eine Mini-Aufgabe irgendwo. Aber wo? Ach, da. Meine Frau meinte, ich könnte sie. Rätselaufgabe. Finden Sie also die Kameraden der Arbeiter? Ah, die sind hier. Da sind sie. Nur ein wenig Beachtung. Schiffsbesser, Fremdbefische, Selbstreparatur plus 600% und aktive Heilung. Oh mein Gott, das will ich haben. Haben noch Fabrikarbeiter. Nee. Das hier. Man könnte es als irreführend bezeichnen, aber wer würde das wagen? Ja, jetzt wollen sie die Seife haben. Es trägt ihre Handschrift. Das so. Das darfst du nicht. Was? Ach komm schon. Das bisschen Propaganda da. Ja, läuft jetzt erstmal. Wir haben ja eigentlich schon die Schiffswerft, ja genau, die können wir schon bauen. Sagen, die bauen wir ganz außen. Dann Warendepot hätte ich gern schon mal gebaut. So, zwei. Können wir hier gleich schon drei machen. Machen wir hier mal drei und gleich schon mal die Abwehrtürme. Oh, für mich? Das machen wir dann hier noch zu. Oder geht der Kleine hier rein? Nee. Gut, Hafenmeisterei brauchen wir eigentlich noch nicht. Ich ziehe den Hut. So, sie ist wieder happy. So, jetzt gehen wir mit dem Schiff daher und tun das mal ausrüsten, was wir gekriegt haben. Das müssen wir auch noch mit einer Straße verbinden. Sehr gut. Was aus mit dem Fisch? Machen wir ein Upgrade. Zwei. Und ein bisschen Diplomatie. Sagen wir mal allen, wie toll sie sind. Sehr gut. Ah, verdammt. Funktioniert nicht immer. Stahlproduktion müssen wir jetzt anfangen. Und zwar erstmal mit Eisen. Kann man hier mal die Eisenmine hinklatschen. Aber die ganzen Fabrikgebäude will ich hier ganz weit weg haben. Irgendwo hier oben. Jetzt sollen wir mal anfangen. 15 Sekunden die Eisenmine. 30 braucht der. Das heißt, ich kann zwei von denen bauen. Immer anfangen. Zwei von denen. 45 Sekunden. Der braucht 30 Sekunden. Ich will jetzt von denen da auch mal zwei machen. Eins, zwei. Die brauchen 1,30, dann machen wir drei von denen. Eins, zwei. Spielstand gespeichert. Dann hätten wir das. Machen wir hier noch ein Markthaus und eine Feuerwehr. Wenn wir das hier nochmal verschönern.
So, und das Ganze gehört dann nur verbunden. Können wir eigentlich gleich hier gerade auf rauffahren. Sehr gut. Könnte man eigentlich hier noch eine Ziege... Ah na, wir brauchen noch den Köhler. Zweimal. Einmal hier hinklatschen. Gleich mal ausbauen, damit ich die Grenzen sehe. Ah, wenn da die Ziegelei hinkommt, machen wir das hier. Soweites Markthaus. Hier. So. Noch ein Markthaus hier. Für die Ziegelei. Dann hätten wir das hier auch. Eigentlich das hier gleich schon mal upgraden. Und wir brauchen mehr Arbeiter. Sonst wird das hier nichts. So. Upgraden. Sind die eigentlich alle happy soweit? Ja. Seife kommt. Das braucht noch. So, hier das Item eintauschen. Moment mal, ihr werdet Schiffe rein, selbst zu wissen. Ich bin nach Gebrauch zerstört. Okay, ich dachte, das wäre dauerhaft gewesen. Schade. Gehen wir mal weiter erkunden nach da unten. Okay, dann haben wir das. Die brauchen 200, die brauchen 100, 150. Okay. Wir brauchen mehr Leute, viel mehr Leute. Okay, wunderbar. Kein Lagerhaus. Wo soll ich Straße nicht lang genug. So runterfahren. Feuerwehr. Hier mal upgraden. Sehr gut. Habt ihr eigentlich das allererste Anno schon mal gespielt? So, wir brauchen jetzt recht viele Arbeiter für die Stahlproduktion. Hier müssen wir dann noch bauen und hier können wir hier gar nicht anbauen. Aber eine Seilerei können wir schon mal bauen. Könnte man eigentlich da hinten machen. Inklusive ein zweites Markthaus. Machen wir mal zwei von denen. 1, 2, 3. Hatten wir mal das. Und Segelei. Ach, das ist mir das so riesig. 1, 2. Oh nein, wir haben sie gefunden. Schiff, geh weg da. Fahr da rauf. Ah. Verdammt doch mal. Fahr rauf, so. Wunderbar.
Da will ich jetzt noch nicht reinfahren. Ja, genau deswegen. So, dann fehlen eigentlich nur noch zwei. Perfekt. So. Langsam wird es hier besser. Seife kommt bald, die sind auch zufrieden. Dann lassen wir hier noch ein bisschen aufsteigen. So, und dann kann das nämlich hier bald schon starten. 100, das geht sich aus. Wir brauchen aber noch mindestens 300, damit wir hier die Stahlträger kriegen. So sind die... fehlen die Einwohner. Wieso? Jetzt nicht. Fisch und Kleider. Kann eigentlich gar nicht sein. Kommt vermutlich noch. So. 50 Arbeiter für die zweite Seile, Sägeleiter. So, tun wir die noch upgraden. So, dann hätten wir das da mal gemacht. Hier schon mal die nächsten einzeichnen. Wieder dann gilt es, die ganze Industrie hier wegzubringen. Was ist eigentlich euer Lieblings-Anno-Teil? Ich meine, mir gefallen recht viele Anno-Teile, bis auf die ganz modernen 2205 und Co. Das ist ja nicht so mein Fall. Aber mein Lieblingsteil ist 1404. Dass sich ihre prekäre Lage bald schon ändern wird. So, da haben wir Archibald. Sehr gut. Fehlt eigentlich nur noch einer. Oh, und es gibt schon wieder eine Mission. Denn Abholaufgabe. Attraktivität plus 3, sehr gut. Ja, das wollen wir. Bleib gut. Direkt bei ihm. Das kann er sich nicht selbst holen. Wie ist es denn tontechnisch? Bin ich laut genug oder spielt zu laut oder spielt leiser machen? Schreibt es noch mal. Könnte mir hier noch ein bisschen Deko machen. Ein paar Apfelbäume. Wunderbar. Irgendwo will ich noch das Anno 1602 Monument hinmachen, aber ich weiß nicht wo. So. 170. Ah, wir brauchen noch ein paar mehr für den Stahlträger da. Ja, lass mal die nur upgraden. So, jetzt haben wir genug. Ha, jetzt auf einmal zu wenig Holz. 8 Holz. Sollten wir gleich mal haben bei den ganzen Holzfällen, was wir da haben. Wunderbar. Und da gehen sie dahin, die Arbeiter.
Ach ja, eine Schule müssen wir ja auch noch bauen. Bauen wir die hier unten hin? Bauen wir die hier oben hin? Hier oben. Ah, vielleicht könnte man hier so einen Monumentplatz machen. Also mal schauen, wie das aussehen wird. Gibt es so in der Mitte? Ah ja. Kann man das hier so machen? Kann man das hier so... Jetzt irgendwie doof aus. Machen wir das hier so. Machen das einen Apfelbaum. Hier Brunnen. Und große Bäume hier. So, dann bauen wir das hier mal. Doch gar nicht so schlecht aus. Quasi vor der Schule kann man dann noch als Schulpark verwenden. So, und die Kirche. Haben wir die Kirche hier drin? Könnte man eigentlich hier. Ah, so eine Ulme. Bauen wir hier noch Ulmen hin? Dann sieht es hier gleich viel schöner aus. Sehr gut, sehr gut. Bleibt gut. Sind wir schon da? Ne, wir sind noch nicht da. Aber bald da. Sudele. Was brauchen wir für die Schule? Wir brauchen... Oh, das wird teuer. 20 Stahlträger. Und da haben wir erst 4 und eine Fabrik. Wir könnten den Handel eigentlich schon mal aktivieren, wenn wir mal alles verkaufen, wo wir einen Überschuss haben. Haben wir noch irgendwo... Nein, das war's eh. Das ist eh gerade der Fisch im Moment. Wir brauchen noch eine Schnapsfabrik. Ich würde sagen... Schnapsbrenner machen wir hier, Kartoffelfarm machen wir da. So, habe ich mir das gedenket. Und eine Feuerwehr werden wir jetzt mal hier hinklatschen. Nur für den Fall. So, da und wieder mehr Arbeit hier. Ah, da sind wir ja. So, und der Archibald hat auch eine Aufgabe. Mein Magen spielt wieder verrückt. Tiefe Aufgabe. Ich muss mir das hier an Sie übergeben. Muss das sein, ne? Habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Ja, sagt der Richtige. Nee. Steht das Konzept? So schlicht und zuverlässig wie ein Grundpfeiler nur sein. So, jetzt haben wir was für die Handelskammer. Attraktivität. Können wir das schon mal zurückbringen. So. Alle Achtung, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Ja, schöne Stadt, ne?
Ah, einfach schön. Gefällt mir. Also vor allem dieser Plaza hier. Wer selbst wachsen will, muss auch andere wachsen. Ah, gut. So, holen Sie die. Ja, gut, alles gut. Ja, vom Weg können wir eigentlich gleich machen, bevor wir zu unserem Hafen wieder gehen. Liegt ja bei uns. Zum Sir Archibald. Gut, dann kann ich aber zuerst mal hier einlagern. Dann fahren wir mal zum Archie vorbei. Wir können uns gleich nach einer zweiten Insel mal umgucken. Die wäre vielleicht nicht schlecht. Ne, die Insel mag ich nicht. Kartoffeln, Paprika. Und da habe ich. Da kann ich noch Hopfen anbauen. Als Eisen und Trauben. Ein Eisen, ein Stein. Da hat es drei Eisen. Ich glaube, ich nehme die Insel hier. So, dann haben wir schon mal die Schiffswerft. Einfach noch ein bisschen mehr Holz. Gut, dann haben wir zwei Siegeleien schon mal. Aber ich hätte gerne hier noch die zweite Fabrik. Umlaufen lassen. Ah, da haben wir den letzten. Die Kahina. So, dann hätten wir da die zweite Fabrik. So, wir können dann schon mal die Seifenproduktion vorplanen. Das ist eine Minute 30, also zwei von den ersten. Da haben wir ja schon die Schweine. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Bringen Sie vor, dann Kunde? Zwei Seifenmacher. Eins, zwei. Ah, ne, ich glaube, die machen ja das Fett, ne? Wenn wir dann hier nach oben rausgehen. Gut. Nächste Aufgabe erledigt. Haben Sie Lotus sprießen lassen? Hier die nächste Aufgabe. Was hättest du gern? Abholaufgabe. Schiffsbrüchige. Ja, holen wir die mal. Die Armen. Ach, scheiße, das ist ja. Das ist ja da unten bei ihr. Oh fuck, da müssen wir schnell sein. Oh, wir haben viel zu wenig Arbeiter. Was ist hier los? Weil Kleider oder was? Och nö. Dann klatschen wir hier noch meine Kleiderproduktion hin. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
Kann ich hier noch ein bisschen ausdekorieren. Bisschen zumindest. Ach, das ist jetzt doof. Das habe ich jetzt echt übersehen. Schnaps wird mit Schnaps besser. Nee, Schnaps brauchen wir auch nochmal. Ich steh saufen aber viel, ey. Hier noch im Markthaus. Ah, Schnapsbrenner. Weil dann ist jetzt hier am besten. Können wir den Platz hier ein bisschen ausnutzen? Na komm, lass mich das ausfüllen. Sehr gut. So, Schnapsbrennerei. So wenig Arbeiter. Ja, Kleider kommen jetzt eigentlich, sollten gleich mal kommen hier. Ich glaube, ich mache mal eine Fabrik wieder zu. Wir sind viel zu wenige. Wir drehen hier nur noch Däumchen. So. Dann haben wir mal das. Stahlträger. Irgendwie ist es nicht sehr schlau gemacht. Das sollte man vielleicht hier machen. Die Straße war nicht weit genug. Ach, einfach mal so. Bisschen Geld. Okay. So. Es könnte jetzt sehr spannend werden hier. Na komm. Mal schauen, dass wir hier schnellstmöglich wieder wegkommen. So, schnell weg hier. Rest, sehr gut. So. mit die Kleider wird immer noch nicht besser. Und denn? Knapp's auch nicht. Ah, wachsen wir so schnell? Dämlich. Das war dämlich. Weil sie müssten ja gleich wieder mehr werden. Vorlaufen.
Aber Geschmack lässt sich nicht streiten. Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum wird das jetzt hier schlechter? Hat einen Arsch. Von mir aus freigegeben. Ich habe mich einmal als Clown in einen Wanderzirkus eingeschlichen. Aber ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Gebratene Enten fliegen einem selten in den Mund. Doch bei Ihnen ist alles möglich. Das sind echt noch ein Problem. Was? Nein! Ach, das wollte ich... Ach, so ein Scheiß. Ich wollte das gar nicht upgraden. Macht hier noch so eine Kleiderfarm hin. So. Das soll dann langsam gut sein. So, das dürften wir jetzt dann auch mal langsam abgeben dürfen. Dann würde ich mit der Schiffsproduktion mal langsam anfangen wollen. Dann könnten wir hier schon mal das erste Pro upgraden. Zwei. Sehr gut. Und den nächsten kann ich wieder upgraden hier. Können wir jetzt hinten das Werk wieder in Betrieb nehmen? Die Pause ist vorbei. Wunderbar. Die Treuhänder hatten schon nach dir gefragt. Meine Treuhänder sind alle baff. So, wir haben eigentlich nur Geld gekriegt jetzt. So, dann fahren wir hier wieder zurück. Noch viel mehr Arbeiter. Arbeitet für mich. Unglücklich oder was? Mann, da bauen wir so eine schöne Stadt. Oh ja, das machen wir. Handelsrechte. Und dafür auch noch Geld kriegen. 15.000. Sie ehren ihre Vorfahren. Dieser Planungsmodus ist schon ziemlich geil. Ich wünschte, es hätte es in den früheren Teilen auch schon geben. Ah, und nochmal. Sehr gut. So, Kanonengießerei hätte ich gerne, ja. Und einen Hochofen. Spielstand gespeichert. So, dann hätten wir das schon mal am Laufen hier hinten. Einwohner, wie sieht's denn mit den anderen aus? Wirtschaft bin ich besser. Auch. Ja, auch. Also momentan die stärkste Fraktion. Ich werde oft gelobt,
aber selten mit so. So, Beziehung verbessert zu ihm. Also wieder happy. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Wir brauchen Kanonen. Und. Nee, Holz ist kein Problem, bei Holz haben wir echt einen Haufen. Holzfäller, das ist nur die Frage der Zeit. Uns geht das Material aus. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, dann werden wir jetzt hier nochmal die Grube hinbauen. Aber zuerst Arbeiter upgraden, das haben wir wieder zu wenig. Das ganze Holz. Ich glaube, wir brauchen jetzt bald ein zweites Marktzentrum. Sonst wird es hier langsam ein bisschen zu groß. Aber das gefällt mir jetzt schon mal bis jetzt. Ich könnte noch ein bisschen in die Richtung runtergehen. Oh, da werden wir dann hier kollidieren. Das gefällt mir nicht. Ich will eher nach oben erstmal. Mal ein bisschen vorlaufen lassen hier. Oh, wir haben ein Wurstproblem. Das geht nicht. Wo machen wir das hin? Wir machen das. Mal hier machen. Wurst. Schweinfarm. Wir waren das, die waren, glaube ich, so 3 hoch, ne? Ausprobieren. Ah ja, 1, 2, 3. Ah, shit. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 von denen da. So. Dann soll sich das auch bald mal lösen. So, wir brauchen mehr Arbeiter. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Ne, Allianz. Okay. Ja, sind wir schon irgendwo. Bente ist auch mir eine wunderbare Freundin geworden. Die Mutter wiegt sanft ihr Kind. So, da gibt es eine neue Aufgabe. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Was? So, was haben wir hier? Prinzessin, die Wimmelbildaufgabe. Narzissen. Das haben wir gleich. Narzissen. Da. Wo haben wir es noch? Da. Sehr gut. Oha. Wir brauchen mehr Arbeiter. Die brauchen erstmal die Weißwürst. Von hin, wir stehen dicht zusammen, wie Bambus am Fluss. Du wirst bald feststellen, dass Prinzessin Xing die faszinierendsten Geschichten erzählen kann. So. Leute, ich mache mal eine ganz kurze Pause und dann bin ich auch gleich wieder für euch da. Da gibt es erstmal ein bisschen Musik für euch. Viel Spaß, bin gleich da.
So, liebe Leute, da bin ich wieder und ich glaube, ich lasse mal die Musik. Nee, das kann ich nicht machen für die Aufnahme. Die muss ich leider ganz ausmachen. Aber das Spiel machen wir jetzt wieder an. Und wir gehen wieder rein. Hi. Hallo, da habe ich mal hier auf Pause gemacht. So. Wir brauchen immer noch ein paar Arbeiter. Das könnte jetzt aber noch ein bisschen dauern, weil die brauchen immer noch ihre Weißwurst. Das braucht hier noch ein bisschen. Wir hatten das Ganze von der Landschaft mittlerweile aus. Ah, es ist schon schön. Die Liebe. Stellt sich mal die Grafik vor mit Anno 1404. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Was? Wo? Scheiße, das müssen wir jetzt auch mal machen. Was sind die besten Inseln weg? Dazu brauchen wir Stahl. Boah, 10. Da glaube ich brauchen wir 20 Holz. Bisschen fortlaufen lassen. Damit wir das reinkriegen. So. Und ich wollte eigentlich diese Insel da haben. Da gibt es nämlich auch genügend Eisen. Die wäre zwar auch nett, die Insel da. Die wäre auch näher. Aber da hat es nur ein Eisenvorkommen. Das finde ich nicht so geil. So, aber das schaut wieder gut aus. Die sind wieder zufrieden. Als nächstes wäre dann als Projekt die Schule. Da brauchen wir 20 Starträger. Da haben wir erst 15. Da glaube ich, nein, wir sind noch nicht voll ausgebaut. Weite Kanonengießerei hätte ich gern. Muss man langsam Gas geben. Schiffe habe ich auch noch keine gebaut. Ja, wir geraten in Zugzwang. Kein Warenlager in der Nähe. Das stimmt doch gar nicht. Ist hier noch aus. Brandgefahr. Oh shit. Bin nicht geschützt. Hier unten. Üben. Und da, da machen wir jetzt hier nochmal eine Feuerwache hin. Hi Katiba. Passt der Ton soweit? So, jetzt sind wir hier oben auch gleich mal da. Dann haben wir das hier mal geclaimed. Sehr gut. So, wo haben wir die Eisenbienen? Stein, Eisen, Zink, Eisen. Hier geht's dann so rauf. Ich würde sagen, dann machen wir hier die kleine Wohnsiedlung. Da die Produktion. Das klingt nach einem Plan. Bauen wir das hier schon mal vor. Ich würde sagen, ungefähr hier. Nachdem das die Arbeiterinsel wird, muss das jetzt hier nicht sonderlich schön werden. Dann Holzfäller. Ja, ich weiß, du hast noch keine Arbeiter. Wunderbar. Dann brauchen wir noch Wohnhäuser. Und wir brauchen Holz. Aber das werden wir jetzt schnell von der Insel holen. Also von unserer Hauptinsel. Ah, und da hinten gibt es schon wieder eine Aufgabe. Gleitschutz. Kriegen wir plus 5 bei ihm. Das machen wir mal. Ah.
Oh, Shona, den bauen wir als erstes und dann können wir die Waren hin und her bringen. Zwischen der Insel und der anderen, die wir jetzt gerade besiedelt haben. Währenddessen lassen wir hier noch ein paar Leute aufsteigen. Spielstand gespeichert. Sehr gut. Schule ist dann auch demnächst jetzt hier ein Thema. Oh, fuck, hier brennt's. Shit. Extra eine Feuerwache noch hier hinbaut. Aber hier brennt es echt jedes Mal. So, wie lange braucht der Schuh noch? Circa 2 Minuten. So, wie schaut es mit den allgemeinen Waren aus? Ah. Da Fisch braucht, eigentlich braucht man von alles noch mal ein bisschen was. Jetzt machen wir erstmal Fisch. 2 dazu. So, dann hätten wir das hier. Und Schnaps. Trinken alle zu viel, echt. Wie baue ich denn das jetzt am blödesten? Mach das hier so. Den Schnaps mach mal. So. So, dann kann man das hier mit Feldern noch voll machen. Ah, ich werde das dann alles hier noch wegbringen auf die andere Insel. So ist es erstmal einfacher. Und dann braucht man noch Kleider und Wurst. Was würden die, deine Städte so platzeffizient aussehen? naja. Also gerade die. Gerade mit den Feldern versuche ich irgendwie alles auszunutzen. ja, jetzt wird Fisch zum Problem. Shit. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Shit, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Shit, shit, shit. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, komm schon, produziert's hier. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. 140 Chiminos. Fuck. So, jetzt haben wir wenigstens mal hier das Schiff. Ei, ei. Du kannst mal dein. Hä? Das ist der Flotte. So, mit dem Schoner bringen wir jetzt mal Holz auf die andere Insel. Ah Gott, es wird langsam besser mit den Bauern. So, Holz. 50. Ab nach da. Sind unterwegs. So, zweiter Geschützturm. Nee, damit warte ich jetzt noch, bis ich die Schule gebaut habe. So. Fisch, wie schaut's aus? 3. Und kein Schnaps. Ah. Gut, machen wir währenddessen hier mal ein bisschen Deko rein. Dann sieht es hier gleich viel schöner aus. So, und ich wollte ja auch noch hier das ausfüllen. Sieht besser aus. Sehr gut. Dann mache ich dann hier den Besucherhafen hin. Da die anderen Sachen.
Ja, passt. Soll ich das jetzt noch ein paar Häuser upgraden, damit ich ein bisschen mehr Leute habe? Kein Holz mehr. Ah, das ist jetzt echt kacke. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Ich tue ja schon mein Bestes. Spielstand gespeichert. Cool wäre irgendwie so eine Anzeige hier irgendwo oben, wo er die wichtigsten Sachen immer anzeigt, ob es jetzt mehr wird oder weniger. Segel haben wir echt viele momentan. Ich denke mal, Schnapsproduktion ist nicht auf 100%. Nee, ist es nicht. Aber es wird besser. Ich werde jetzt mal den Holzfäller hier wegmachen. Und werde hier nochmal hier voll, weil ich kann es ja eh verkaufen. Nein! Was ist mit meiner Symmetrie passiert? Da machen wir das zu. Ungefähr. Machen wir das so. Ach, ich muss alle zwei? Oh oh. Ich glaube, das könnte böse ausgehen. Zwei, weil ich mal beschützen hier. Ah, und jetzt sind es die Kleider. Das kann doch nicht wahr sein. Bist du ausgelastet? Es geht. Ah, dann machen wir hier noch eine Kleiderfabrik. Er ist doch ausgelastet. Okay. So. Zweites Lagerhaus. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Hier noch einen Marktplatz hinhauen. Ich frag mich. Wir werden ein paar Häuser downgraden. Harte Arbeit zahlt sich doch aus. Selbst ein so geringer. Jetzt komme ich da jetzt echt nicht mehr raus. Muss sie doch mit Stolz erfüllen. Ach, was ist jetzt mit dem. Kein Geleitschutz mehr? Okay, gut. Dann, ja, gut. Oh, ja, endlich wieder rote Zahlen. Ah, schwarze Zahlen, so. Aber wir brauchen trotzdem noch Kleider. Ich gehe auch wieder nach unten. Ey, das kann's doch nicht sein. Wirtshaus fehlt im Norden. Zeit. Ja, das braucht es hier auch wieder. Wenn ich mir die Abdeckung anschaue. Ja, machen wir hier das nächste Wirtshaus. Mit der Feuerwehr aus hier. Kannst hier auch die nächste Feuerwehr gebrauchen. Nein. Ah, shit.
So, dann haben wir das mal hier. Ich, eigentlich okay. Braucht es noch keine. Aber die Schule. Die Ernte fährt ein. So. Soll ich noch eine zweite Kleiderfabrik bauen? Ja, ich glaube, da war noch eine. Sieht das hier hinten noch aus? Probier's mal. Hier. Ja. Oder mache ich hier zu? Ich glaube, ich mache da oben zu. Da. Ah, das ist jetzt nicht schön, aber gut, wenigstens ausgenutzt. So, und die Weberei. Lass mal hier direkt anschließen. So, dann sollte sich das jetzt auch mal bessern. Schnaps ist wieder ein bisschen oben. Es mangelt an Arbeitskraft. So, ja, da oben stimmt. Da müssen wir noch ausbauen. Sehr gut. So, da. Wird das jetzt hier auch besser? Dann machen wir hier gleich schon mal die Fischerhütte hin. So. Und wenn wir dann hier ein bisschen mehr Holz dann kriegen. Lagerhaus. Bauen wir die ganzen anderen Grundbedürfnisse noch ein bisschen aus. So, dann können die da erstmal machen. Mal hier weiter. Ah, jetzt haben wir wieder genügend Arbeiter. Weil sie jetzt auch wieder zufrieden sind. Oh, ich kann die Schule bauen. Sehr geil. Ja, dann sind die jetzt maximal zufrieden. Eine höchste Einwohnerzahl. Ich hatte, puh, gute Frage. Da habe ich extra nicht drauf geachtet. So, tada. Ach stimmt, das habe ich ja hier gar nicht fertig gemacht. Ja, kriegst du gleich. Ah, halt, so. Ja, jetzt habe ich kein Holz mehr. Dürfte aber nicht zu lange dauern. Was aus mit die Waren? Schnaps, mangelhaft. Machen wir halt hier nochmal einen Schnaps. Brenner hier. Öle. Dann hätten wir das auch. Oh, und die nächste Aufgabe sehe ich. Bitte keine Lieferaufgabe. Man kann an allem Spaß finden. Doch, es ist eine Lieferaufgabe, nicht? Da habe ich keine Lust drauf. Also wirklich, du benimmst dich wie ein ungezogenes Kind. Ja, bin ich manchmal. Lass mich doch. Ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt diese Zufriedenheit. Allianz, bla bla bla, alles gut. Gut. Raus mit der Zeitung. So, hier können wir eigentlich noch ein bisschen was Schönes machen. Hier. Nee. Dann machen wir jetzt hier. Wie machen wir es denn? Wir machen jetzt hier so eine Straße. So, weil Feuerwehr, machen wir hier zwei Brunnen. Bäume. Ja, wunderbar.
Bei, ah genau, hier bei meinem Plaza wollte ich die Straße ausbauen. Also nur wegen Optik. Die ja, das sieht doch gleich viel schöner aus hier. Spielstand gespeichert. Ja, das gefällt mir. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Könnte man eigentlich um die Kirche noch rumziehen. Und dann machen wir es gleich nach unten. Machen wir gleich den inneren Zirkel hier. Ja, so quasi jetzt erstes Zentrum so irgendwo. Ja, gefällt mir. Muss ja auch gut aussehen hier, ne? So, nächster Step. Waren eigentlich die großen Schiffe. Kanonenboot, werden wir jetzt mal zwei bauen. Und dann werden wir uns mal konzentrieren, dass wir die Insel hier ausbauen. Und hi, Delmenhorst. So, ist jetzt alle unglücklich. Werden wir jetzt hier mal eine Kleiderfabrik hinklatschen. Hier werden wir, wo werden wir die hinmachen? Wo mache ich die Produktionen? Was war denn das? Hier so. So, und dann schon mal vorausplanen. So, dann ziehen wir. Ah, das ist jetzt ein bisschen unschön, ich weiß. Aber es ist ja nur die Produktionsstätte hier. So. Einmal, zweimal, dreimal. Wunderbar. Und dann braucht es noch einen Schnaps. Den mache ich woanders. In. Na gut, machen wir den hier so. Mal auch gleich den zweiten machen. Plus die Schnapsbrennereien. Und eine Feuerwehr. Ah, shit. Um eins geht es nicht aus. Gut. Ich hätte dann sowieso gerne ein bisschen Deko hier. So, es braucht Arbeiter. Mache ich erstmal die zweiten hier pausieren. Dann haben wir das. So, wie geht's auf der anderen Insel weiter? Schiffe in Produktion, sehr gut. Zweiter Kanonenturm. Schiff vom Stapel gelaufen. Steinstraßen bei den Produktionsketten, ja, das macht Sinn. Das könnte man eigentlich hier gleich mal machen. So. Dann haben wir den Bereich hier. Da haben wir auch noch so ein paar aktive. Ah, kein Stein mehr. Gut, müssen wir noch machen. Da haben wir es jetzt erstmal.
Dieser Wuselfaktor. Schön. So. Wie schauen wir aus? Fisch ist gut. Kleid ist gut. Schnaps könnte besser sein. Spielstand gespeichert. Weißwurst ist auch gut. Ja, ich weiß, es ist keine Weißwurst, aber ich sag das mal so als Bayer. Ah ja, da können wir noch weiter ausbauen. So, dann haben wir das hier. Und dann können wir eigentlich die ersten hier schon mal upgraden. Armer Stahl. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Schön. Ich will die Stahlproduktion noch ganz schön nach oben treiben. Das dauert mir sonst alles ein bisschen zu lange. Pläne für neue Expeditionen aus Baldovat. Expedition. Nee, das mache ich erst mit dem großen Schiff. Eine Fregatte. Da hätte ich auch gern welche. Kanonengießereien brauchen wir auch noch. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich hier wegbringen will. Diese Stahlproduktion von der Hauptinsel. Weil das sonst einen ganz schönen Malus gibt auf die Attraktivität und Umweltverschmutzung. Das würde ich gerne hier machen. So, da können wir schon wieder ausbauen. Wie schauen wir aus? 3, 1, okay. Dann können wir hier die Sachen wieder auffahren. Sie mich, wenn's weitergeht. Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich ersetzen. Können wir auch zeitgleich. Da werden wir dann später noch Handel treiben. Okay, ich plan mal die Industrie hier vor. Eisen, da ist Eisen. Eisen ist auch da hinten. Dann werde ich das hier machen. So, Eisenmine kommt hier hin. Dann zwei von denen. Eins, zwei. Markthaus werden wir dann gleich hier rein machen. Also Lagerhaus, Entschuldigung. Dann zwei von den Hochöfen. Eine Feuerwehr unbedingt. Und dann möchte ich hier auch noch Kanonengießer haben. Okay. Ja, ist doch gut. Da komme ich nicht drum rum. Schade. Dann bräuchten wir hier noch Köhler zweimal. Den werden wir hier hin verpflanzen. Aus hier ungefähr in die Mitte setzen. Schauen, ob es das ausgeht mit 100%. So. Dann hätte ich das mal hier vorbereitet. Ich könnte das Ganze natürlich noch doppelt machen, wäre ich dann auch, wenn wir die zweite Eisenmine angeschlossen haben. Aber erstmal brauche ich hier Arbeiter. Oh, ich kann sie auch schon upgraden. Wenn wir hier nochmal ein bisschen vorzeichnen. Einmal, zweimal. So. Wenn ihr übrigens Ideen habt oder wünscht, was ich bauen soll, einfach sagen, ne?
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es mangelt an Holz. Ich glaube, ich hole mal was von der Hauptinsel. Wobei, hier hat es eine Aufgabe. Fotografie, ja, das ist einfach. Und zwar von Sir Archib- vom Leuchtturm. Ein schönes Foto. Ah, bisschen unscharf, aber gut. Foto abschicken. Und der Archibald, was willst du? Willst du was geliefert haben? Abholaufgabe, ja, das machen wir. Gibt Geld. Und zwar gehen wir da mit den, oh, was haben wir da? Negative Attraktivität minus 100%. Oh, das, das will ich unbedingt. Attraktivität minus 100%. Wollen wir kurz mal gucken, wo wir das hinbasteln. Attraktivität, das wäre ja dann eigentlich bei Waldverschmutzung oder Unorte? Unorte, ne? Probier's mal aus. Das war ja dann hier. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Handelskammer. Wo krieg ich jetzt am meisten da rein? Ist wäre irgendwie hier so, ne? Ich glaube, ich werde dich da mal kurz verschieben. So, und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Hat sich das jetzt bessert? Ist immer noch gleich. Aber ich jetzt gerade nicht ganz. Das kann man. Ach, die Köhlerei. Ach so. Das war ja dann hier. Ah ja, Tatsache, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Ha. Eine einmalige Reise. Einmal noch bei 100%. Ach, schade. Ich dachte, ich hätte es da unten hinmachen können. So, was wollte ich jetzt? Vom Stapel gelaufen. Oh, geil, meine Fregatte. Ja, noch eine zweite. Und das Lagerhaus werden wir ausbauen und dann für den Handel werden wir hier ein paar Sachen verkaufen. Segel will ich jetzt noch nicht verkaufen. Ja, das war's jetzt erstmal. Das beruhigt den Magen. Hier noch ein paar Leute aufsteigen. Und zwar hier so. Auch Geld. So, wohin mit dem Gold? Hierhin, alles klar. Haben wir hier noch eine Aufgabe? Je mehr Geld, umso besser. Mein Psychiater sagt, wer Edschutz. Bitte wahren Sie Haltung. Da können wir jetzt eigentlich gleich mit der Fregatte hin. Haltet Sie auf Kurs. Wie gesagt. Mit der Fregatte unten zwei Kanonenbooten. In der Stadt gibt es auch wieder eine Aufgabe. Was hätten die denn gern? Ich fürchte, mein Ersuchen geht im Allgemeinen. Fotografie. Was denn? Dämonischen Dunst befreien? Von der Schule. Machen wir da mal ein Foto. So. Hey, das will ich nochmal neu machen. Hä? Wo ist jetzt die Schule? Hä? Bin ich?
Auch nicht schön, aber gut. Schickt man's ihm mal. Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Neues Schuljahr. Sehr gut. Ich glaube, es brennt irgendwo. Kann das sein? Brennt doch irgendwo. Diese Musik macht es doch immer, wenn es irgendwo brennt. Denn? An einer Insel? Check ich nicht. Ich dachte, hier hat es jetzt irgendwo brennt. Naja, egal. So. Hier. Was brauchen wir jetzt noch? Kleider und Diskidünshammer. Gehen Sie mit Ihrem Schiff? Mit welchem Schiff? Mit dem hier. Hier hin. Alles gut. Machen die zwei. Gut. Fahren alle mal hier hin runter für den Geleitschutz. Und dann können wir jetzt hier wieder weitermachen. Als nächstes brauchen wir hier Dosenfutter und die Nähmaschinen. Brennt's doch. Ach da. Feuerwehr. Mobilisieren, danke. Mobilisieren, danke. Ah, gut, dass ich es gebaut habe. Sollten jetzt recht schnell mal da hinkommen. Dass wir hier kurz ausbauen, damit die hier schneller sind. Ja, bringe ich. Wunderbar. Das macht mich froh. Ah, er ist irgendwie witzig drauf. So. Das sollte dann kein Problem sein, wenn jetzt hier die ganze Feuerwehr im Einsatz ist. Währenddessen schauen wir mal, für das Dosenfutter braucht Paprika. Normales Fleisch. Und da braucht es Bauern. Das kann ich alles auf einer anderen Insel machen. Eismine. Für normales Eisen. Da braucht es die Handwerker. Das kann ich alles auf der anderen Insel machen. Und da kann ich auch Paprika anbauen. Das ist ja sehr gut. Dann kann ich das alles hier machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lassen wir jetzt hier mal ein paar Leute aufsteigen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Machen wir das jetzt 2 Minuten, 2 Minuten. Gut, das mache ich dann auf der Hauptinsel, die Großküche. Und die Konservenfabrik auch. Das heißt, Fleisch und Paprika, beziehungsweise Rind und Paprika mache ich hier. Und das mache ich. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ich würde sagen, das wird so ein kleiner Handelshafen hier. Mache ich das hier. So, 4, 1, 2. Erforsche das. Himmelbilderaufgabe. Bitte, das ist. Ah ja, den müssen wir ja noch begleiten. Schiff vom Stapel gelaufen. So, Bär und Wolf. Da haben wir schon mal einen Bär. Doch immer beim Berg irgendwo. Ah, na, da. Nein, ich kann es nicht anklicken. Wieso nicht? Einsame Wolf da unten. So, wo sind die nächsten? Da. Ein Wolf brauche ich noch. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Kostenlos Geld. Wunderbar. 13.000. So. Unser Flaggschiff geht bitte wieder zu unserer Insel hier. Sind unterwegs. Die zweite Fregatte. Was? Wo?
Ach so. Kanonenboote. Ah ja, das kriegen wir schon hin. So, ich hätte gern noch eine Fregatte. Bisschen Militär hier ausbauen. Wunderbar. Ach so, ich wollte ja hier. Wollt ihr ja das hier machen? Ich bin froh, so. Ihrem Leben einen Sinn zu geben. Nummer 2. 1, 2. Jetzt geht sich das nicht auf. 3. Oh. Ach nein, jetzt hat er es echt gebaut. Ich werde einen Moment lang. Wieder, und dann brauchen wir noch Paprika. Das werden wir. Oh, ich habe eine Idee. Das müssen wir hier anders machen. Machen wir jetzt hier so. Dann fahren wir hier so rauf. Dann kann ich hier unten Paprika reinmachen. Dann habe ich das hier ausgenutzt. So. Gleich nochmal Paprika. Soll ja alles ausgenutzt werden hier. So, zweimal Paprika. Und zweimal die Rinderfarm. Dann habe ich das. Dann bringe ich das auf die Hauptinsel und mache da die Großküche und die Konservenfabrik. Schauen, ob das einen Malus gibt. So, der Plan. Da werden wir jetzt eine Handelsroute machen. Handelsroute. Wo ist mein Schoner? Da ist der Schoner. Von da nach da. Einmal das hier nehmen und einmal entladen und auf die Löschung warten und annehmen. So, dann halten wir mal das. Wir brauchen jetzt hier nur die Arbeiter, ne? 10, also eh nicht viel. Das ist ja günstig. Schönen Tag auch. Von vorne anfangen? Einzige, was hier noch fehlt, ist ein Lagerhaus. Und ein Straßenanschluss. Das wäre vielleicht auch noch nicht schlecht. Mit da. Perfekt. So, dann lassen wir hier noch ein paar Häuser aufsteigen, damit wir mehr Leute haben. Naja, ganze 2. So. Dann kann hier die Konservenfabrik starten. Die mache ich wo? Mache ich irgendwo hier oben, genau. Eisenmine. Muss ich mal schauen, ob es das braucht. Großküche. Ach, wir brauchen ja noch Glas dafür. Shit. Für Glas braucht man einen Strand. Und der ist voll. Ach, hier hat es einen Strand. Und zwar 30 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute. Das heißt immer 2 von denen. So, jetzt war Planungsmodus. 1, 2. 2. Eine Glasfabrik. Und so, dann wird das mal hier connecten. Und dann macht man hier wieder so einen Doppelweg. Sieht so doof aus. Ah, egal. So, dann haben wir das. Upgraden, upgraden.
Upgraden, 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 upgraden. Warum geht das nicht? 16 Stahl. Wahnsinn. Könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Währenddessen kann ich schauen, ob wir noch eine Eisenmine brauchen. Ja, vorerst mal nicht. Ist gleichbleibend. Schauen wir mal. So, dann kann ich hier vorausplanen für die Dösenfabrik. Bei eigentlich auch hier machen, ne? Was ist größer? Das ist größer. Dann, ach schade, das geht sich nicht aus. Mach's mal so. Södele. Mensch, schon 2 Stunden am Stream. Wahnsinn, ey. So, du kommst nicht hinterher. Da könnten wir jetzt die Straße nochmal ausbauen. Bada boom. Bada boom. Bada boom. Und einmal so. Können wir das bis zum Kühler machen. Sudala, Sudala, Sudala. Machen eigentlich meine ganzen Schiffe. Und die können jetzt hier wieder mal zur Basis kommen. Und dann könnte man schon mal mit einer Expedition anfangen, damit man mal ins neue Land rüberkommen. Zonen, ja genau. So, Produktion hier, lauft die an? Ei, Da könnte man noch ein bisschen mehr bauen, dann müssen wir aber hier noch ein bisschen ausbauen. Wirtshaus, stimmt, Wirtshaus müssen wir noch bauen. Und eine Feuerwache. Komm, erstmal wieder Holz. Habe ich nicht gesagt, ich wollte von der Hauptinsel Holz holen? Mit einem Schoner? Was mit einem Flaggschiff? Ah, von denen nehmen wir auch mal ein paar mit. So, da und einmal hier rauf. Oder? Schon unsere, ja, ist unsere. Grundsätzlich haben sie von allen genug. Schnaps könnte man verkaufen. Dezent ein bisschen was. 20. So, Feuerwache. Ganz wichtig. Mal noch 10 Holz hier. Bin mir gar nicht sicher. Wenn ich mit der Expedition warte, kann es dann sein, dass ein NPC vorher eine Expedition macht oder warten die, bis ich meine erste gemacht habe? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Aber ich will mit der neuen Welt noch gar nicht anfangen. Kann das so gedruckt werden? Oh, pünktlich auf. Er hat dem Feuer überlassen, stimmt doch gar nicht. Das machen wir jetzt anders. Happiness. Hypnose. Natürlich. Am Ende sind Sie unser wichtigster Leser. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Nein, das nennt man Politur. Schweinezucht. Geht sich das nie aus? Ach, hier schon, aber hier nicht. Warum nicht? So dämlich. So. Ich
glaube, dann werden wir dann hier ein zweites Markthaus brauchen. Dann bauen wir noch die Paprika doppelt aus. Spielstand gespeichert. So mal. So, und dann mache ich das hier so. So, dann haben wir das hier auch voll. Aber eine Feuerwehr sollten wir hier noch bauen. Ja. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Hey, warum nicht? Ach so, weil Holz. Aber Holz müsste angekommen sein. Ja, wunderbar. Perfekt. Und ausbauen, ausbauen, ausbauen. Sehr cool. Dann haben wir das hier. Dann lassen wir die noch aufsteigen. Und der Rest ist happy. Ja. Ich bin der Erste, der in die Kriege kommt. Ja, sehr gut. Wie gefällt mir Anno gegenüber den anderen? Abgesehen von diesen neumodernen Teilen, gefällt es mir sehr gut. Ich würde es auf die gleiche Stufe stellen wie 1404, wobei 1800 schon noch ein paar Features hat, was es besser macht. Also, gefällt mir gut. Momentan ist es auf meinem Platz Nummer 1 und gleich danach 1404. Muss mal ein bisschen aufs Money gucken, nicht dass wir jetzt ins Minus dann reingehen. Es gibt eine Menge zu tun. So. Kleiner Farm da. Kleiner Farm ist. Werde ich jetzt hier auch schon mal bauen. Nur zu, ja, genau. Ist schon noch bei 6. 6 Tonnen. So. Müsste ich das jetzt mal langsam bauen können, Fensterfabrik. Da brauche ich Fenster 2x8. Ah, da brauchen wir ja noch Holz. Stimmt. Wobei, wie sieht's aus mit dem Holz? Haben wir. Nee. Werde ich jetzt einfach mal hier hinklatschen. Wird dann eh wieder verschwinden. Geschwindigkeitsgründen, wenn wir das hier gleich mal ausbauen. So, klar. Ansonsten läuft sie mit der Siedlung. Also, dass man das Geld ausgeht. Nicht so geil. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Kann ich vielleicht die Nähmaschinen ohne Glas machen? Ne, da brauche ich auch 8 Glas. Ich habe auch einen Haufen Stahl. Und ich will das aber nicht auf dieser Insel machen. So. Jetzt, ich werde mal ganz kurz eine Pause machen, ein Käffchen trinken und dann komme ich wieder und währenddessen sage ich euch mal gute Musik und dann hören wir uns gleich wieder. Also, bis bald. Also, bis gleich. So. So, da bin ich wieder. Kleine Pause. Jetzt geht's wieder weiter. Also, die nächsten Goals sind erstmal Stahlproduktion umziehen und Geldproblem lösen. Und ich würde sagen, wir machen hier mal so eine Wish-Produktion. Dann habe ich hier ein paar mehr Leute. Und ja, das machen wir jetzt hier mal. Wo mache ich die?
Das mache ich. Ich glaube, ich mache es hier. Zwei, drei. Hier. Vielleicht noch den zweiten. Oh, cool. Zwei, drei, fünf. Dann haben wir das hier ausgenutzt. Und zwei von denen. Die machen wir mal. Wie sieht das aus? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sehr gut. Dann geht sich das hier so aus. Nein, ich will jetzt noch keine Expedition machen. So. Einmal. Zweimal. Und Donkey. Hätte mal irgendwie mal Lust, da Multiplayer zu spielen. Habe ich bis jetzt bei keinen Ahnung gemacht. Das hat mich immer irgendwie gestresst. So. So, dann brauchen wir noch Brot. Brot. Da brauche ich 5. Dann haben wir das 5. Und dann 15. Ah, das geht sich aus. Gut. Dann machen wir das hier. Gut, und die zweite. Weil pro Mühle brauchen wir da 2 von denen. So, und dann fahren wir hier mit einer Straße rauf. Abschließen. Habe ich hier eigentlich eine Feuerwehr? Ah ja, da. Sehr gut. Zweites Markthaus. Lagerhaus, so. Und dann brauchen wir hier eine Mühle. Die könnte man eigentlich hier rein machen. Und eine Bäckerei. Passt hier rein. Und die zweite machen wir. So, einmal upgraden. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Das Metzgerei. Ne, das warten wir noch. Auweia, wir sind im Minus. Nein! Wir brauchen Geld. Jetzt werde ich das mal hier weiter ausbauen. Häusle baue. Machen wir das mal. So und so. Schauen wir doch mal bei der Konkurrenz vorbei, was die so macht. Naja, das bei der Chinesin schaut es überschaubar aus. Aber die hat eine Aufgabe, so wie ich das hier sehe. Was hätte die denn gern? Wimmelbild. Oh ja. Was Empress Spies. Ah, die Mission hatte ich schon mal. Ich habe sie bis jetzt noch nie hinkriegt. Ich weiß nicht, wie diese blöden Spione da aussehen sollen. Ich weiß, dass sie irgendwo im Hafenbereich sind, aber... Hä? Was sollen die denn sein? Oder wie sehen die aus? Nicht so, dass sie das irgendwo im Wald verstecken, oder? Ich habe die nie gefunden, diese Spione da. Ich auch, warum das... Jetzt los. Oh no, the game crashed. Oh, scheiße. Fuck. Leute, ich muss mal gerade das Spiel nochmal starten. Shit. Hab's gleich. Muss es gerade nochmal starten.
Ja, geil. Spiel kommt gleich wieder. Ah. Shit. Ich glaube, ich lasse diese Mission. Die bringt Unglück. Oh je. Na immerhin, 2,5 Stunden hat es jetzt ausgehalten. Aber muss schon sagen, Anno stürzt echt selten ab. Na komm, starte, du schaffst es. Ah. So, dann haben wir es ja wieder. So, dann kann ich jetzt wieder die Szene wechseln für euch. Fangen wir wieder an. Fortsetzen. Sollte eigentlich nicht so lange dauern zum Laden. So, wo sind wir denn? Was habe ich jetzt alles verloren? Ah, so, das breche ich jetzt mal ab. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, keine Ahnung. Du wirst schon irgendwas einfallen lassen. Hier jetzt noch eine Aufgabe. Was haben wir da? Gleitschutz. Du bist so hilfsbereit. Okay, das machen wir. Schicken wir mal Fregatte 1, Fregatte 2 und Fregatte 3. So, wollte ich denn als letztes machen? Ja, Geld. Geld war ja so ein Ding. Hier könnte man noch ein bisschen upgraden. Oh, das könnte jetzt zu viel gewesen sein. So, wir brauchen unbedingt das Dosenfutter für die Leute. Wollt mal auch ein bisschen was reinkriegen hier mal. Bankrott will ich jetzt hier noch nicht werden. 4 Glas. Wir brauchen noch. Und Stahl. Stahl brauchen wir auch noch hier. Gut, dann machen wir den Fahrplan so, dass wir zuerst die Dosenfabrik fertig kriegen und dann werden wir die Stahlproduktion umziehen. Ungefähr. Man kann es nicht ja, das ist jetzt das Add-on, ne? Mit der versunkenen Schätze. Das ist eine ziemlich geile Insel, aber das mache ich jetzt auch noch nicht. Ich will erstmal hier auf einen guten Stand kommen, bevor ich dann weiterfahre. Mir wird unangenehm warm unter dem Kragen. Ja, ich komme dir später zur Hilfe. Nicht jetzt. Sonst wird es irgendwie so unübersichtlich, wenn man überall die ganzen Sachen hat. Bereit für ein Abenteuer? Ja. Bin ich. So, Gleitschutz. Dann haben wir das. So, Geld so halbwegs im Plus. Wie sieht's denn aus mit den Lebensmitteln? Alles okay. Bei Wurst geht nach unten. Seife ist auch okay. Wir brauchen die blöde Dosenfabrik. Kann ich mir bei irgendjemandem Glas kaufen? Nur mal so.
Menschen können so oberflächlich. Kein Handelsrecht. Fragen wir mal, ob wir einfach so ein Handelsrecht bei ihm kriegen. Verträge, Handelsrecht. 2000, ja gut, das machen wir. Sehr gut. So, jetzt müsste ich aber eigentlich handeln dürfen. Ich sitze wieder bequem. Und er hat Glas. Aber nicht das Fertige. Wie sieht's denn bei ihr aus? Ne, die ist noch viel interessanter. Und da erst recht. Am Archibald, wie schaut's da aus? Der hat die Nähmaschinen und Stahl. Bringt mir jetzt aber auch nichts. Wie ist bei ihr? Loki unten rum auch nicht. Aber der hat eine Aufgabe. Das Emporium Exot. Eine Aufgabe. Meld dich, wenn du damit fertig bist. Was willst denn du? Holst du dich vom großen Klippar irgendwas abholen? Flaggschiff, fahr mal dahin. So, die machen den Gleitschutz. Und was willst du? Mein Psychiater sagt, wer sich auch Gleitschutz. Ah, okay, gut, das machen wir, nachdem der andere Gleitschutz vorbei ist. Geld geht wieder nach oben. Wir können Leute aufsteigen lassen. Ja. Bauern. So. Dürft sich eigentlich auch gleich wieder heben. Ein neues Titelbild. Welches neue Titelbild denn? Es mangelt an Stahl. Ei, ei. Stahl, 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 Stahl. Ich brauche Stahl. Und Glas. Wie sieht es denn da mit der Ausrüstung aus? Eisen ist nominal. Aber nichts Stahl. Wir machen jetzt nochmal so ein Hochofen und den platzieren wir mal hier hin. Zweihundert von Arbeitern. Ich brauche mehr Leute. Stahl Factory hier weg haben. Da könnte man eigentlich auch langsam anfangen. Ihr müsst eigentlich irgendwo so ein Lehmvorkommen haben. Und dann kann man hier schon mal Lehm produzieren. Hat es das? Ach, hier. 50. 20. Nein, da brauche ich mehr. Da brauche ich mehr Jungs hier. Und von den Rohstoffen, glaube ich, sieht es normal aus, bis aufs Brot und die Wurst. So. Hier noch machen. Die Jorgensen-Stiftung ist mehr als dankbar. Machen wir das mal so. Dann lassen wir die da mal produzieren. Nachdem ich mehr Holz habe. So, Schiff, sind wir schon da.
Ich weiß. Rom wurde auch nicht an einem. Flotte erwartet Befehle. So, Gleitschutz. Einmal hierhin. Ah, das heißt einfach mal ein bisschen warten, ne? Dann können wir jetzt dann hier irgendwann mal, nachdem wir 8 Glas haben, jetzt haben wir erst 4. Was wird es denn kosten, wenn wir nochmal eine Glasfabrik bauen? Es braucht nur Arbeiter. Ach, das braucht wieder Stahl. Oh, mal 8. Das braucht 16. Die Zuverlässigkeit in Person. Das ist zu teuer im Moment. So. Dann auch wieder hierher. Ihr zwei könnt eigentlich mal eine Patrouillenroute machen zwischen da. Da und da. So, da sind die auch beschäftigt. Mal ein bisschen vorspulen. Ach, auf Facebook das Bild. Ah. Das ist eigentlich gar nicht neu. Das habe ich schon sehr lange. Gut. Auch ganz gut aus. Sollen wir das hier nochmal ausbauen? Hier Holz. Holen wir jetzt mal Holz von hier. Waren Holz. Wobei wir sollten auch Lehm mitnehmen. Einfach mal zum Büsten. Wumm. Mal hier rauf. Kann ja nicht sein, dass die Arbeiterstadt hier attraktiver ist als unsere Hauptstadt. Gar nicht. Ah, ich freue mich schon auf die Riesenstadt hier. So, nur noch ein Glas, dann haben wir es endlich. Dann haben wir die Konservenfabrik. Vorspulen. Und das eine Glas. Ja, jetzt endlich. Geil, jetzt haben wir das auch. Wunderbar. Geile Sache. Cool. Dann hätten wir das. Als nächstes steht dann an die Nähmaschinen. Die Nähmaschine ist einfach. Da braucht man nur den Hochofen und die Nähmaschine. Was denn aus mit den Ressourcen? Eisen und Kohle ist fallend. Ah, da warten wir jetzt noch. Das machen wir dann auf den. Ja, das machen wir hier. Du hast hier Probleme zum Nachkommen? Nee. Marktplatz sagt, alles ist noch okay. Heute upgraden. Man holt schon da. Nee, da ist es. Wunderbar.
Sehr gut, jetzt kann ich dann hier mal upgraden. Schiff unter Beschuss. Was? Wo? Was? So, da unten. Unten. Mal hier hinfahren, danke. Okay, das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwundert. Hä? Fisch geht zur Neige auf der zweiten Insel. Oh, ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Jetzt mal hier gleich mal den zweiten Fischer hinbauen. So, dann können wir dann hier schon mal anfangen. Mit bla und bla und Ofen 100. Und dann machen wir noch einen Köhler. Ja. Ich glaube, ich habe noch was auf dem Schiff. Ein einziges Holzteil. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Köhler. Du hast keinen Straßenanschluss. Was redest du? Ach so, ja klar. Jetzt. So, dem fehlt's an Kohle. Sollte jetzt aber demnächst. Und da macht man den zweiten Hochofen. Hier schon mal Stahl. Das ist gut. Dann brauche ich noch ein zweites Schiff zum Handeln. Am besten wäre. Auf Fregatte ist teuer. Klipper, da brauche ich noch mehr Handwerker dafür. Heißt, es braucht noch ein bisschen. Oh oh. Oh oh, die brauchen Brot. Die brauchen Brot. Wo mache ich das? Wo mache ich das? Wo mache ich das? Das mache ich, das mache ich. Mache ich halt hier. Wir werden jetzt hier noch eine Handelskammer hinmachen. Den Doppelweg tun wir jetzt hier mal bauen. So, und dann machen wir hier noch die Brot Factory. Einmal, zweimal. Das machen wir hier einmal, zweimal. So, und tun wir das hier mal ausbauen. Richtig schön in Richtung des Smogs da oben. Gut, dann braucht man noch Arbeiter. Das ist hier nochmal upgraden. Hier die hochziehen können. Und die werden dann gleich wieder happier. Das war, glaube ich, die Piratin, die dich angegriffen hat im Süden. Ah ja, das stimmt, ja. So, dann haben wir hier das Brotproblem noch gelöst. Geld ist soweit, okay. Sag mal, wo sind eigentlich meine Schiffe? So, sie sind fast da.
Da, wo ist das andere? Da hinten, okay. Oh, da fällt mir gerade ein. Was wir noch brauchen, ist natürlich ein Reparaturkran. Der wäre noch ganz sinnvoll. Den werde ich mir hier hinbauen. So. Die machen Gleitschutz. Öfter unten. Deine Flotte da. Ein letzter Blick. Neben all den anderen Spitzen. Die Schlacht fasziniert das Volk. Nee, das keine Änderung? Wirklich? Naja. Wir sollten vielleicht eine Polizei bauen, fällt mir gerade so ein. Ganz Risiko. Nur mal so gedenket. Dann machen wir die zweite hier oben. Kostet alles wieder Geld. Mann, Mann, Mann. Schiff unter Beschuss. Was? Wo? Ach so. Kanonenboote. Wir haben keine Chance. Oh, geil. Ah, nein. Schön. So, da la, so da la, so da la, so da la. Brot kommt. Stahlproduktion, genau. Mach ein Schiff dafür. Da werde ich mir keine Fregatte dafür abstellen erstmal. Ich werde den Stahl runterbringen und die Nähmaschinen hier produzieren lassen. Könnte ich eigentlich schon mal eine Factory dafür aufziehen? Nähmaschinen, Stahl kommt. Und das baue ich. Baue ich das hier? Teller. Und ich brauche noch ein Lagerhaus, das ich hier hänge. So, und eine zweite Handelsroute. Da. Oh, eine Inspektion. Ach so, wir brauchen den zweiten Köhler hier, sonst geht sich das nicht aus. Und ein weiteres Mal upgraden hier. Aus mit den Lebensmitteln ist noch einmal geupgradet. Schnaps geht schon wieder nach unten. Ein paar mehr Wohnhäuser. So, da. Okay, Handelsroute. Denn wir brauchen hier nochmal eine Route. Handelsroute von da nach da. Da brauche ich nach da. Auf Löschung warten und Schiff hole ich mir. Flaggschiff. Vorerst. Bis ich ein besseres Schiff dafür habe. Ja, so machen wir das erstmal. Ich wasche wieder Holz. Jetzt eigentlich mal fertig da mit dem Gleitschutz. Schiff unter Beschuss. Ja, macht sie fertig. Na, noch ein bisschen. Und das war's. Sehr gut. Dann baue ich nochmal eine Fregatte. Oder vielleicht zwei.
Ich freue mich dann schon auf die Dampfschiffe. Aber da braucht man noch ein bisschen hin. Ich bin froh, ihrem Leben einen Sinn. Ach, sind wir jetzt fertig. Gut, dann die ganzen Fregatten einmal noch hier nach unten, bitte. So. Genau. 6 Holz sollte man eigentlich gleich mal haben. Cool. Schon wieder. Lass gut sein, wir sind schon tot. Forderung 70.000, bist du des Wahnsinns? Nee. Nee, bestimmt nicht. 70.000. Ich habe schon einmal den Fehler gemacht, dann habe auf einmal Ja geklickt, dann hatte ich kein Geld mehr. Oh Mann. Die traut sich was. Cool. Jetzt haben wir hier die Nemesh. Wie ist das eigentlich hier mit dem Fisch? Jetzt kriegen wir hier die Nähmaschinen als nächstes. Die Pelzmäntel und die Universität. Okay, das ist cool. Perfekt. Ja, liebe Leute, ich glaube, ich mache für heute erstmal Schluss. Es sind jetzt fast 3 Stunden im Stream. Ich werde es aber speichern und später mal weitermachen. Aber für heute mache ich Schluss, gehe auf den Stammtisch und lass uns ein bisschen gut gehen. Eventuell mache ich morgen dann weiter. Also, viel Spaß und schön, dass ihr zugeschaut habt. Hier bei mir.